sollte nicht so ganz unbedarft hier rumrennen, wie ich es gerade tue. Oh, wie fies ist das denn? Und das sieht so lebendig aus. Die Ranke. Aber ich kann nichts machen, ne? Okay. Da hinten geht's zum Brunnen. Ich kann aber auch nicht. Nee. Okay. Vermoderter Verlorener. Knarz, knarz. Die leuchten so schön. Und zack, das war's. Bodenkriegsakt und... Was? Ihr tragt zu viel zum Laufen? Witze? Okay. Komm, ich hab irgendeinen... Ich hab garantiert Mist dabei. Hier, guck mal, das Eisenschwert brauchen wir gar nicht. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht haben möchte? Und ich brauche hier die... Komm, die Billigsachen. Holzschüsseln braucht kein Mensch. 482, wir haben... Ach, die, weil die Runenkriegsäxte so schwer sind, ne? Das Pulverfass wiegt nicht viel. Ich finde das zwar merkwürdig, mit dem Pulverfass in der Hose rumzurennen, aber gut. Komm, wir haben doch bestimmt noch irgendetwas. Die wiegen nicht viel, die Sachen. Na gut, die Sternlingsstiefel schon, aber... Komm, dann hau ich die Runensachen weg. Die Bögen bringen 140 pro Stück. Gut, das tun sie natürlich nicht real, das wissen wir ja. Hier die Runen-Großschwerter. Vergiss es. Und auch die Äxte. Der Kriegshammer... Ach, naja. Okay. Auch wenn die eine Eispranke nichts raushaut, nehmen wir sie trotzdem mal eben. Was rennt hier lang? Pöff. Das war aber sehr, okay, das sind wir vorbei, bitte. Und das war's. Alles klar. Die Sachen können wir ruhig mitnehmen. Okay, hier ist ein Brunnen, aber... Ich mach da mal eben die Fackel an. Hier wächst so wahnsinnig viel. Hat das irgendwas zu bedeuten? Und warum hier der Brunnen? Fackel, Fackel, Fackel. Können hier aber nicht... Das ist Hängemoos, ja. Aber sonst können wir hier auch nicht viel interagieren, ne? Oder sehe ich hier irgendetwas? Sehe ich irgendetwas? Nicht so wirklich, ne? Wenn ich den Eimer mitnehme, passiert auch nichts. Da ist ein Brunnen, okay. Aber ich kann nichts mit dem Brunnen machen. Na gut. Hängemoos, Hängemoos. Hier auch nicht. Irgendwas auslösen oder sowas?
Oder denke ich jetzt einfach nur zu kompliziert bzw. zu kryptisch? Das sind so Sachen, die eigentlich gar nichts zu bedeuten haben. Und ich meine jetzt, es müsste eine Bedeutung haben. Das kann natürlich auch passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher als alles andere. Brunnen. Okay. Das ist voll unheimlich mit dem Skelett da, mit dem Eingeklemmten. Gut, dann gehen wir als nächstes vielleicht mal eben in die andere Richtung hier. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier auch nicht, ne? Hier kommen wir auch sonst nicht. Hoch? Ne, komme ich nicht. Okay, da geht's weiter. Oh, was ist denn hier los? Soll ich das wissen? Okay, ich höre da einiges. Das ist aber auch nichts. Kann ich nicht an... Ah. Kann ich von hier aus nicht öffnen? Ich brauche... Entschuldigung, dass ich das immer wieder machen muss, aber... Ah. Alles klar. Die beschworen, die Wächter. Können die Skelette selber Wächter beschwören? Na komm, die Großschwächter lassen wir mal da, wo sie sind. Ich nehme das Knochenmehl mit. Den Rest lassen wir da. Oh. Oh, was sehe ich hier? Eine Truhe erst einmal. Silberschwert, Sternlingsbogen. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich bin gleich wieder was von überladen. Sternlingskyras. Oh. Du ahnst es nicht. Oh, die kenne ich aus Skyrim. Die waren noch ein bisschen größer. So, und der ist hier gestorben. Okay, der sagt nichts, dass ich seinen Smaragd nehme. Ist hier noch irgendwas drin? Sonst nichts weiter. Echo der Gefallenen. Oh mein Gott. Mana-Trank, Froststurm. Und was lasse ich hier? Wir sind ja noch bei Weitem nicht durch, oder? Was lasse ich denn jetzt hier? Hier die Runenbögen auf jeden Fall. Den Kriegshammer, die Schlachtaxt, das Runenschwert, den Streitkolben. Jawohl. So, was kann ich dann immer noch holen? Okay. So, das war die Seite. Damit haben wir aber immer noch einen anderen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Das wäre der hier. Und da ist auch noch ein bisschen was zu entdecken. Hier ist auch noch was. Wir sind hier noch gar nicht fertig. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Hängemoos, okay. Da kann ich sonst nichts weitermachen. Nee. Oh nee, komm, nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Oh Mann, warum? Oh, scheiße. Oh.
Warum? Warum macht das Spiel das mit mir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte, es wären tatsächlich wieder Spinnen. Oh Gott. Und ich habe mich so angestellt. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Oh, du bist aber sehr besonders, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ja, der war ja ganz toll angebracht, Lissy. Ulva! Okay. Ulva! Hat uns fast eben umgebracht. Süße, ich bin auf deiner Seite. Kannst du mal aufhören, mir Feuerschaden zu machen? Was hat der für eine Waffe? Silberstahl. Der hat uns eben fast umgebracht. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum, wieso, weshalb, aber gut. Wow. Können wir hier noch irgendwie nach oben? Das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher. Das ist echt ein ganz Nemesis-Handschuh. Tolles Deutsch. Einzelteile. Assassinenharnisch haben wir schon. Verzauberung. Enchantment. Assassinenharnisch. Ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ich nehme ihn einfach erstmal eben. Warum sieht das hier so aus, als wenn hier überall Geheimtüren sind? Ha? Warum? Hier ist doch auch irgendwas. Irgendwas ist hier auch. Aber was? Eine Statue vielleicht? Ja, toll. Du zeigst hier hin. Gut, aber... Okay, ich brauche eine Fackel. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. Oh Gott, und ich dachte, hier wäre wieder eine Spinne oder sowas. Oh, warum tut das Spiel mir das an? Kann da nicht drauf. Ist ja kein Jump'n'Run hier. Aber man kann das Hängemuster überall ernten. Das ist irgendwie... Was sehe ich? Irgendeinen versteckten Schalter oder sowas? Ich glaube immer an das Mysterium. Ich kann es nicht ändern. Dass hier immer irgendwas sein könnte. Ist aber auch nicht, wenn ich da irgendwas wegnehme oder sowas, ne? Hm. Ulva. Bibliothek. Oh, schön. Da gehen wir auch wieder mal gucken. Wer ist jetzt schon wieder Ulva, verdammt? Eimer, ein leerer Sack. Ein Kelch. Sind noch Pilze. Hier ist auch dieses Zeug durchgewachsen. Das hat irgendwas zu bedeuten. Und wahnsinnig viele Pflanzen hier. Das ist mehr als sonst. Bibliothek, okay. Halt, ich sollte mal eben was essen, bevor wir da gleich wieder den nächsten Kampf haben. Nehmen wir die. Hier kann ich aber auch nichts aufnehmen. Skelett. Aber die Sachen hier, die interessant wären, Bücher oder sowas, gibt es hier leider nicht aufzunehmen.
Gibt es hier Strom? Sieht aus wie eine elektrische. Okay. Auch ein Mysterium. Also ich kann die ganzen Bücher hier leider nicht. Nee. Kann ich nicht. Schade. Habe ich da gerade eben irgendwas. Geräusch kam von hier. Ich gucke da gleich mal eben nach. Irgendwas habe ich. Was für ein geheimnisvolles Mysterium ist das denn jetzt hier? So, die Bücher sind alle tabu für uns. Können wir nichts mit anfangen. Schade. Hier noch irgendwas? Oh, Münzhaufen. 73, Kettenblitz. Rang 2. Okay. Ganz viel Hängemoos. Seelensteine, die ich nicht aufnehmen kann. Und eine massive Truhe. Nee, oh. Mit Gefühl ist sie. Mit immer mit Gefühl. Das Arkanzons. Oh, Gott sei Dank. Das ist nochmal gut gegangen. Ich schleppe nicht zu viel. Sehr schön. Hängemoos. Einfach nur Hängemoos. Noch mehr Hängemoos. So, Karte sagt, hier könnte das tatsächlich gewesen sein. Das ist der andere Gang, den wir, glaube ich, eben aufgemacht haben. Aber hier ist noch irgendetwas. Da muss noch irgendwas sein. Und hier auch. Also wir sind hier noch lange nicht durch. Och, Mensch, Lissy, warum machst du das denn immer wieder? Du fällst immer wieder drauf rein. In die entlegensten Winkel zu laufen. Kannst du das mal lassen? So, ich meine, wir hätten hier aufgemacht. Irgendwas haben wir hier aufgemacht. Ja, Nachtschatten, Wacholder. Nachtschatten. Baldriswurzel. Die Eispranke, okay. Aber ist das jetzt hier nur das hier gewesen? Warum? Ich frage mich, ob das irgendwie, wenn die zusammenwachsen, ob das ein dezenter Hinweis dahin ist, ob man die gut miteinander vermischen kann, diese Zutaten. War das wirklich hier was, was ich geöffnet habe, oder war es etwas anderes? Nee, das sieht aus, als wenn hier. Nee, Hängemoos. Okay. Doch, es ist das gewesen, was wir geöffnet haben. Okay, aber wenn hier wegen der Eispranke und den anderen Sachen, wenn das schon versteckt ist, dann ist die Frage, wo sind hier noch mehr Mechanismen? Hier ist garantiert noch mehr. Das ist natürlich gemein, ne? Es könnte nicht überall hier sein. Irgendetwas. Aber ich meine, meistens müsste es ja in der Nähe sein. So, das war die Bibliothek. Hier haben wir Ulva gefunden, von dem ich immer noch nicht weiß, wer Ulva eigentlich ist. Und dann ist die Frage, müsste hier irgendwas sein? Ich hätte ja bei der Statue jetzt drauf getippt. Der hat eine Kette in der Hand. Das Schwert steckt da. Ja, toll. Jetzt habe ich da eine Eisrune hingezaubert. Ich bin echt der Held. Ich habe eine Eisrune gezaubert. Yay! Schön. Sieht schick aus, aber es nützt mir nichts. Von der anderen Seite irgendwo.
Aber wo? Ist alles irgendwie... Ach Mann, hier könnte überall was sein. Warum? Pass auf, wenn ich jetzt hier gucke. Hier ist auf jeden Fall noch was. Und was ist damit jetzt? Hier war eingestürzt. Was man auf der Karte natürlich nicht sehen kann. Wir gehen wieder hoch. Der Brunnen. Kommt man auch nicht. Sie hätte ja auch geguckt, ob man irgendwas drücken kann oder bewegen kann. Außer Hängemoos ernten. Kann ich hier sonst nichts machen. Ist es noch abgestützt? Ja, toll. Ganz viel Hängemoos ernten. Sonst kann ich hier nichts machen, ne? Nichts betätigen. Der Brunnen hat sonst auch keine weitere Funktion. Man kann aber nicht einen Eimer irgendwie daran hängen. Nee, geht ja nicht. Wie soll auch eine Eisbrücke kommen, wenn man ja essen? Man kann den Eimer da jetzt. Nee, wie soll das denn gehen? Ich könnte diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Schmeiß ihn weg. Ja, nützt gar nichts. Da kann ich auch nichts betätigen. Da ist doch eindeutig was. In welcher Richtung denn? Da. Hier ist einfach noch mehr, aber ich komme von hier aus nicht dahin. Das ist ärgerlich. Kann man die verbrennen, dass die irgendwie sich zurückzieht und dann einen Spalt frei macht? Hier irgendwie ein Mechanismus oder sowas, übersehe ich irgendetwas? Wahrscheinlich. Ein Pfeil, ein Stahlpfeil zum Beispiel. So, wenn ich jetzt zurücklaufe, habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen, dass man hier irgendwo noch durch kann? Oder einen Mechanismus vielleicht übersehen? Hier ist es eingestürzt, aber keine Chance. Hängen muss überall.
Und das war der Anfang. Der aber auch so aussieht, als wenn man hier noch irgendwo rein könnte. Ich sollte das lieber lassen, sonst komme ich hier nämlich nachher nicht wieder raus. Da ist eine Tür. Kann ich mich vielleicht in irgendein kleines Lebewesen verwandeln und dann wieder zurückverwandeln oder sowas? Sowas haben wir nicht, ne? Und da geht's dann nur wieder raus. Es sei denn, hier gibt es doch einen anderen Eingang. Nee, keine Chance. Okay, dann kann ich nur rausgehen und gucken, ob man hier irgendwie noch anderweitig reinkommt oder sowas. Tut mir jetzt auch leid, dass wir jetzt so lange hier drin rumkrepeln. Aber das macht es ja schon wieder interessant, ne?